Hallo Leute, heute stelle ich euch die neue Trended Apotheke vor, die es ab März in allen DM-Filialen in Deutschland geben wird. Und zwar gibt es mega, mega coole neue Produkte und teilweise auch neue Farben von Produkten, die ihr vielleicht schon kennt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt mit den ersten Produkten los. Ich habe gedacht, ich sortiere das mal so ein bisschen durch. Also wir fangen jetzt mit den Nagellacken an. Es wird eine neue Nagellackserie geben und zwar sind das die Porzellan Nail Polish. Ups. Oh nein! Ups. Oh nein. Aufgefangen. Und ihr seht schon, das sind so wunderschöne Farben, also so ganz softe Farben. Mir gefällt auch die hier sehr, sehr gut. Werde ich auch demnächst mal drauf machen. Dann wird es noch eine neue Nagellackserie geben und zwar ist es die Velvet Sensation Reihe. Und die trocknen ganz leicht matt, aber nicht komplett matt. Und ja, eben so in so einem leichten Velvet-Look. Und da sind auch sehr schöne Farben dabei. Ich könnte mich jetzt wieder mal nicht entscheiden. Deswegen machen wir am besten direkt mit dem nächsten Produkt weiter. Da kommen wir zur Tropic Chic Reihe. Ihr seht auch hier nochmal alle Farbvariationen, die es davon gibt. Und dieser Nagellack hat es mir besonders angetan. Ich finde den einfach mega, mega schön. Die sind so ein bisschen kräftig und knallig. Und der hier hat auch noch so kleine Goldpigmente drin. Finde ich mega cool, sieht glaube ich ultra geil auf den Nägeln aus und den muss ich auch unbedingt bald ausprobieren. Und im Standardsortiment hat die Marke natürlich auch wieder neue Farben rausgebracht. Und zwar sind es bei den Double Volume and Shine Nagellacken diese Farben hier und natürlich auch bei den Number One Nail Polish Nagellacken. Und es gibt auch noch neue von diesen Soft Matte Lacken. Die seht ihr hier jetzt mal in der kompletten Range, was alles neu ist. Und da finde ich auch, sind sehr, sehr schöne Farben dabei. Natürlich gibt es auch bei den UV-Lacken neue Farben. Ihr braucht dafür keine Lampe. Und ich finde gerade mit dem UV-Topcoat halten die mega, mega, mega gut. Und es gibt schon wieder so schöne Rosatöne oder so Bärentöne. Das gefällt mir sehr gut. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich finde die alle vier wunderschön eigentlich. Ich dachte eben gerade, ich finde die zwei schöner, aber die sind alle vier schön, sind wir mal ehrlich. Ich kann mich gar nicht entscheiden bei den neuen Nagellacken. Also das waren jetzt alle neuen Nagellacke, aber es gibt noch was für die Nägel. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich gehypt werden wird. Und zwar ist das ein Color Stop Fluid, beziehungsweise so hat es Trended Up jetzt genannt. Ihr kennt es 100 Pro von Facebook-Tutorials, von Instagram-Tutorials. Dieses Zeug, was die Leute sich um die Nägel rummachen und danach einfach abziehen und dann ist euer Nagellack perfekt. Ihr wisst hundertprozentig, was ich meine, oder? Bitte, bitte wisst ihr, was ich meine. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist so praktisch. Ich werde jetzt das wahrscheinlich immer nehmen, wenn ich mir so ein Ombre auf die Nägel mache oder so. Das ist so cool. Ich habe so lange gewartet, dass es sowas in der Drogerie gibt und endlich gibt es das. Und ich glaube, dass es ein richtiger Hype werden wird. Also das ist ja im Internet schon so gehypt und es gab es irgendwie nirgends und jetzt gibt es in der Drogerie und das finde ich mega. Machen wir mit der Augenpartie weiter und zwar wird es Highlighter geben für die Augen und zwar sind das so Eyeshadow Creams. Ich würde fast sagen, man kann sie auch als normalen Highlighter im Gesicht benutzen, zumindest ja, vielleicht die ein oder andere Farbe davon. Es gibt nämlich diese drei hier und ich finde die mega schön, die sind toll pigmentiert, die machen alle so einen leichten Schimmer. Gefällt mir echt gut und ich glaube, dass die auch sehr gut als Base sind. Die sind nämlich auch wasserfest, das heißt, sie werden, denke ich, relativ gut im Lid halten und können dadurch vielleicht auch den Lidschatten ganz gut halten. Deswegen ist das für mich so ein Allround-Produkt, weil man das wirklich als normalen Highlighter nehmen kann. Man kann es als Lidschatten-Base nehmen und man kann es halt auch als normalen Lidschatten quasi benutzen. Deswegen gefällt mir das auf jeden Fall sehr gut. Oh, bis jetzt sind nur tolle Sachen dabei, ey. Dann gibt es für die Augen natürlich auch noch neue Kajalstifte. Zum einen aus der Metallic-Serie, auch aus der ganz normalen Contour & Glide-Serie und auch aus der Ultra Slim-Serie, die ich übrigens sehr mag. Das sind ganz, ganz, ganz dünne Kajals. Aber ihr könnt auch gerne nochmal in diesem Video hier vorbeigucken. Das verlinke ich euch hier unten. Da habe ich euch generell die Trended Up-Sachen mal vorgestellt. Also als die Trended Up-Theke sich so vergrößert hat, dass nicht nur Lippen Produkte und Nagelprodukte drin waren, wo es dann auch Make-up gab und so. Das könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nochmal angucken. Das verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Und dann hat Trended Up auch noch drei neue Mascaras rausgebracht. Das Packaging, also die Verpackung, finde ich mega, mega schön, gerade von der hier.
vor allem auch die Farbe und so, aber ich finde die Verpackung generell schön. Und zwar ist das einmal die Panorama Eye Tension Mascara, die Multiplying Eye Tension Mascara und die Maxi Volume Eye Tension Mascara. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die noch nicht ausprobiert, weil, wie man unschwer erkennen kann, bin ich aktuell jeden Tag am Wimpern kleben. Ich bin auch noch stark am Üben, also tut mir leid, wenn es nicht so gut aussieht, weil ich hatte ja eine Wimpernverlängerung und die habe ich runtergemacht und auf einer Seite habe ich voll die Lücken. Und da ist mit Tuschen nicht mehr viel aktuell. Da muss ich warten, bis es wieder nachwächst. Deswegen jeden Tag Wimpern kleben. Ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Und danach werde ich sehr gerne die Mascaras austesten. Auch für die Augenbrauen gibt es neue Produkte. Und zwar einerseits von diesem Brow Gel Filler gibt es eine neue Farbe. Und zwar ist das die Farbe 030. Und es gibt auch noch eine neue Serie. Und zwar sind das so Stifte, die sind so ein bisschen wie solche Chubby Sticks. Und die nennen sich Eyebrow Pen und die sind auch wasserfest. Gibt es auch wieder in 3 verschiedenen Farben. Und die sehen vorne so aus. Da bin ich noch so ein bisschen im Zwiespalt, auch weil hier drauf steht, man kann damit präzise die Augenbrauen nachziehen. Ich kann es mir halt nicht vorstellen mit dem Stick vorne dran, weil das zu breit ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe die jetzt noch nicht selber ausprobiert. Und das steht definitiv noch an. Das heißt, ich muss die noch ausprobieren und dann kann ich euch auf jeden Fall mehr berichten. Aber da bin ich gerade noch so, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich davon begeistert bin oder nicht. Deswegen erst testen und dann werde ich euch da nochmal berichten dazu. Natürlich gibt es auch neue Lidschatten und zwar einfach generell neue Farben aus der Number One Eyeshadow Reihe. Mir gefällt persönlich der hier sehr, sehr gut. Aber auch alle anderen Farben, die jetzt neu sind, finde ich echt wunderschön. Und dann gibt es noch eine neue Serie. Und zwar gehen die Scarabeo Lidschatten aus dem Sortiment raus. Dafür kommen die Metallic Eyeshadows rein. Und die haben so gute Farben einfach. Also die sind gleich verpackt wie die Scarabeo Lidschatten, die jetzt eben rausgehen. Sind auch mega gut pigmentiert und das hier sind so meine 3 Lieblingsfarben, würde ich mal behaupten. Ich finde die Farben sehr viel alltagstauglicher als die anderen, die jetzt vorher drin waren. Aber von der Qualität her immer noch Bombe. Ich war ja von denen vorher richtig begeistert von diesen Scarabeo Lidschatten und war schon ein bisschen traurig, dass die aus dem Sortiment rausgehen. Aber die hier sind mindestens genauso gut und es sind einfach nur andere Farben und die haben alle so einen Metallic Schimmer drin. Deswegen sind die mega, mega geil. Das hier ist so mein absoluter Liebling. Absolutes Must-Have und absolute Empfehlung des neuen Travel-Up-Sortiments. Und bevor ich euch die nächste große Riesenempfehlung ausspreche, zeige ich euch hier noch 2 Produkte, die auch viele bestimmt schon von euch kennen. Und zwar gibt es da einfach neue Farben. Das ist einerseits das ganz normale Skin Supreme Compact Puder. Da gibt es jetzt die Farbe 035. Ist relativ hell. Ja, gibt es glaube ich nicht viel dazu zu sagen. Muss man einfach schauen mit der Farbe, ob es einem passt. Und es gibt auch noch ein neues loses Puder. Ich habe es leider schon aufgemacht, deswegen kann ich es euch jetzt nicht so krass hier zeigen. Aber ihr seht es ja hier nochmal im Bild. Und zwar wird das dieses rosastichige lose Puder aus dem Sortiment gehen. Und dafür kommt jetzt die Farbe 030 rein und das ist einfach ein Puder in Hautfarbe. Jetzt kommen wir zu dem anderen Highlight, von dem ich gesprochen habe. Ganz viele Leute von euch kennen bestimmt die Contouring-Palette von Trended Up und die finde ich auch mega gut. Ich bin auch voll begeistert von der. Und jetzt gibt es noch eine Glow-Palette. Nee, also ich finde die wirklich cool. Ich konnte mich ja auch auf dem Event schminken lassen und die haben unter anderem auch diese Palette für mich benutzt. Und zwar ist es wie die Contouring-Palette, aber alles mit Schimmer. Also hier ist ein richtig geiler Highlighter drin, dann ein schönes Glow. Und ein Contouring, was aber eher so ein Bronzer ist quasi, weil es ja halt Schimmer hat. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso ein Kracher wird wie die Contouring-Palette. Die ist ja mittlerweile, glaube ich, auch sehr gehypt. Von dem her solltet ihr euch die unbedingt mal im DM anschauen. Kann ich nur empfehlen. Und natürlich gibt es noch mehr neue Sachen fürs Gesicht. Denn unter anderem gibt es jetzt den Under-Eye-Concealer. Und Leute, ich muss euch sagen, wenn ihr helle Haut habt, schaut euch davon die Farbe 020 an. Ich glaube, er ist sogar mir zu hell ein bisschen. Das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Concealer finde,
der wirklich, wirklich so hell ist. Also ich habe aktuell benutze ich einen von MAC, bin mit dem auch super zufrieden. Aber der hier ist sogar noch einen Ticken heller. Das ist mir fast schon zu hell. Also für alle gleichgesinnten, bleichgesinnte Gesichter. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber ich gehöre ja selber dazu, ne? Kann ich den empfehlen, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall anschauen. Ich finde auch, dass er echt gut hält und ich habe ihn jetzt auch ein paar Tage drauf gehabt und bin damit echt zufrieden. Davon gibt es zwei Farben, die 010 und die 020, und die 020 ist heller als die 010, zumindest kommt es mir so vor. Und es gibt auch noch einen neuen Concealer aus der Camouflage-Reihe. Den finde ich auch nicht schlecht, die Farbe finde ich für mich auch sehr passend, also auch für sehr helle Hautfarben geeignet. Und ich finde, dass die da in der Drogerie ganz schön aufgeholt haben, was jetzt so Produkte für sehr helle Haut angeht. Dann gibt es auch noch zwei neue Farben bei den Blushes. Und zwar ist es die Farbe 05 und die Farbe 025. Finde ich auch sehr schön. Bei der einen Farbe weiß ich jetzt nicht, ob das so meins ist. Aber diese hier hat so einen ganz leichten Goldschimmer drin und ich finde das so schön. Man sieht es bestimmt auch in dem Foto hier. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Gefällt mir mega gut. Dann kommen wir jetzt zu den Lippenprodukten. Natürlich wird es wieder einige neue Farben geben, sowohl bei den Highshine wie auch bei den Ultra Matte Lip Creams. Mega, mega schöne neue Farben. Ich bin total begeistert. Ich habe natürlich noch nicht alle ausprobieren können. Werde ich aber auf jeden Fall machen und euch dann berichten und euch auch swatchen wie ein Weltmeister. Zumindest ist das mein Plan. Und die gefallen mir mega gut. Ich habe auch den hier jetzt gerade in der Hand. Das ist die Farbe 165 und der hat so ganz leichte Goldpartikel mit drin. Und auch der hier gefällt mir mega gut. Also das war jetzt ein Highshine. Und der hier ist die 071 und das ist einer von Ultra Matt. Und ich finde die Farbe so, so schön. So ein richtig schönes Fuchsia. Also da sind auf jeden Fall noch mega coole Farben dabei. Und dann kommen wir auch schon wieder zu einer neuen Produktserie. Und zwar sind das Lippenpuder. Die nennen sich Matte Lip Powder und davon gibt es 5 Stück und die sind super, wenn man so ein Ombre auf den Lippen haben möchte. Und zwar, ach, die muss man aufdrehen, hups, jetzt hätte ich das noch nie gemacht. Man sieht ja, dass sie benutzt sind, haha. Und zwar zeige ich euch die hier natürlich auch nochmal geswatcht und es sind wirklich, es ist eine ganz trockene, pudrige Konsistenz. Ich finde allerdings, dass es trotzdem irgendwie sehr gut hält, was ich so gar nicht erwartet habe. Und dass es trotzdem ein schönes Finish auf den Lippen macht, weil als sie vorgestellt wurden, dachte ich so, okay, Lippenpuder kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber ich muss wirklich sagen, dass die mich ganz schön überrascht haben. Ich weiß nicht, ob euch sowas bekannt war, Lippenpuder. Mir auf jeden Fall nicht. Und deswegen finde ich diese Serie auf jeden Fall sehr interessant. Auch interessant finde ich diese neuen Lipglosse. Und zwar sind die aus der neuen Metal Shine Liquid Lip Cream Reihe. Und davon gibt es aktuell 3 Farben. Ich habe jetzt diese zwei hier als meine Favorites. Ihr seht hier aber auch nochmal alle 3. Und zwar sind die ja metallisch. Ich bin nur nicht ganz zufrieden mit dem Bürstchen, weil es so breit ist und sich so schwer rausziehen lässt. Aber die Farben finde ich ultra cool. Also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt das für den Alltag. Man muss sich da schon was trauen auf jeden Fall. Aber man muss ja auch mal was Außergewöhnliches. Oh nein, jetzt habe ich getropft. Upsi. Man muss sich ja auch mal was Außergewöhnliches trauen. Und gerade die Farbe ist halt, ich finde die mega. Dann wird es natürlich auch bei den normalen Lippenstiften nochmal ein Update geben. Und zwar gibt es neue matte Lippenstifte. Mein absoluter Favorite ist dieser hier. Mega, mega schöne Farbe. Das ist die Farbe 475. Aber ihr seht ja auch in der Theke, da steht überall an den Produkten immer so ein kleines Schildchen dran mit neu. Und dann seht ihr auch, welche Produkte jetzt genau neu sind. Und auch von den Highshine-Lippenstiften, also das waren jetzt die matten, von den Highshine-Lippenstiften gibt es auch noch neue Farben. Hier ist mein Favorite. Ich kann mich nicht entscheiden, ich glaube dieser hier. Aber die finde ich auch alle 3 mega schön von den Farben her. Ich bin von den Lippenstiften sowieso generell echt begeistert. Vor allem auch diese matten Lippenstifte trage ich sehr gerne. Oder auch so die helleren Farben von den Shiny Lipsticken.
Lipsticks oder Lippenstiften. Mag ich sehr im Alltag. Finde das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Trended Up einfach mega gut und bin, glaube ich, auch deshalb so zufrieden damit. Jetzt habe ich noch zwei Produkte, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar sind das zum einen die Velvet Sands Lipstick Pens. Und hallo, wenn sich das schon reimt, dann muss es ja wohl was Gescheites sein. Uhuhu. Auf jeden Fall sind die in so einem Soft Matt. Es sind schon richtige Lippenstifte, ne? Und es gibt 5 Stück davon. Die Farbe, die ich jetzt hier nicht in der Hand habe, ist mein absoluter Favorite, weil die ist schon in meinem Schminkkoffer drin. Weil das so eine schöne Alltagsfarbe ist. Und ich finde, dass die mega, mega schön aussehen. Auch gerade die Farben. Ich finde auch die hier zum Beispiel ganz toll. Das ist jetzt die Farbe 010. Und ja, die solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr gerne Farben auf den Lippen habt. Und zu allerletzt habe ich hier ein kleines Tübchen, was wohl für alle wichtig sein könnte, die auf matten Lippenstift stehen. Denn das ist so ein Lip Finish, das jeden glossy Lipstick in einen matten verwandelt. Und das finde ich mega cool. Ich meine, das gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, auch von P2 oder so. Aber von Trended Up gab es es noch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber ich bin schon ganz gespannt drauf und freue mich einfach, dass es so viele coole neue Produkte gibt. Und das war es auch mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch. Das könnt ihr hier. und hier habe ich jetzt noch 2 Videos für euch. Und dann würde ich sagen, schreibt mir auf jeden Fall euer Favorite-Produkt hier unten in die Kommentare. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!